Hallo YouTube, wir befinden uns heute auf der YCS in Bochum und wir haben heute einen ganz, ganz besonderen Gast von Team Family Force and Friends aus Team GVM, Teamleader Dennis Gerke. Hallo Dennis. Hallo. Ja Dennis, es ist ja deine erste YCS und erzähl mal, wie empfandest du denn deine erste YCS? Sehr geil, sehr stressig und sehr lang. Ja, okay. Wir haben ja heute 8 Runden gespielt. Ja. Wie bist du heute gegangen? 5-3 leider nur. 5-3. Und was hast du gespielt? ABC. Alles klar, dann zeig mal dein Deck. Sehr gerne. Fangen wir an mit den Monstern. Ganz Standard 3A, 3B, 3C, 3 Thresher, 2 goldene, 2 silberne. Okay, 2-2. Ja, auf jeden Fall. Das war super, ja. Und 2 Maxi. Und 2 Maxi. Um den Second Turn zu verbessern. Oder was genau war dein Gedanke dahinter? Der Second Turn muss besser werden, weil du manchmal nicht durchkommst. Ja. Und dann hast du wenigstens ein Out. Entweder er hört auf oder du ziehst halt nach. Okay. Ziemlich simpel. Klingt logisch. Ja. 6 Hangar. Mhm. Die Rota für den Thresher. Also spielst du 4 Thresher. Book of Moon. Ja, weil okay. Frodo gesagt hat, die ist geil und sie ist geil. Sie ist genial. Kam sie gut? Okay, ja. Erklär mal eine Situation, wo sie gut kam. Mithrilium heißt er so? Ja, genau. Gebuckt. Er konnte da nichts mehr machen. Mhm. Dann ist der Mirror ganz witzig, weil wenn er das Ding hinlegt und du willst, er will den Hangar machen und du hast das Book, dann guckst du den dazu. Genial. Gibt keinen Hangar mehr. Das ist ganz witzig eigentlich. Vor allem, das ist so flexibel eigentlich. Ja. Irgendwas, was dich stört, du buckst es zu. Du kannst damit eine Kröte baiten. Habe ich leider nie gebraucht, aber theoretisch ist es möglich. Alles klar. 2 Pot of Desires. Nur 2? Ja, ich mag keine 3. Weil ich manchmal selbst mit einem noch einen nachziehe. Alles klar. 2 Instant-Fusionen. Dasselbe. Eigentlich willst du sie haben, aber manchmal bordest du auch eine raus. Weil sie nicht so geil ist. Sie ist oft gut, aber nicht überragend. Und 3 Twister. Bei den Fallen habe ich 7 gespielt, 3 Strikes, 2 Dimensionsbarrieren. Also wirklich gut. Also hätte ich nicht gedacht. Eine Leere, die gewinnt das Spiel alleine und Warning, was ich ganz oft rausgebordet habe. Gerade wenn ich Second gehe, ist die eigentlich immer rausgekommen. Kann ich verstehen. Alles klar. Brauchst du die halt nicht. Extra Deck. Natürlich den besten. Du den dreimal brauchst und sogar dreimal rausbekommst manchmal. Norden für die Fusion, Castell, Tsukiyomi, G-Giant. Ein Dreier-Bundle für Utopia, okay. Einfach weil ich keine Raphesia gespielt habe. Dweller nie gebaut, 2 Direwolf. Ehrlich, ich habe 8 Runden gespielt und ich glaube den nur 2-3 Mal gebaut. Ich weiß gar nicht, was heute los war, das war merkwürdig. Normalerweise brauchst du den oft. Nie gebaut ist aber im Late-Game, habe ich gehört, geil. Noch nie gemacht, noch nie. Aber man hat ja Platz, noch. Noch ist es okay. Ja. Zeit. Ganz wichtig gegen Palio. Ich habe gegen Palio verloren. Ich habe die nicht gezogen. Ist dir deine Norm ist, haben wir nicht so wichtig? Nicht gezogen. Also eigentlich theoretisch, du hast halt auch die Thresher, wenn du was machen willst. Aber manchmal, wenn der Gegner echt nichts hat, du legst das hin, hat verloren. Okay. Was soll er dann machen? Er kommt nur mit Frösche irgendwie zurück, keine Ahnung. Aber wie gesagt, das ist nicht dazu gekommen. 2C für Fusion auch bei Metal Force. Ja, einmal gespielt gegen Metal Force, das war's. 2 Dark Hole und 3 Geeky. Das würde ich vielleicht Main spielen, das ist wirklich eine gute Überlegung, weil du im Moment musst du halt Boards breaken. Und die bringen dir auch deine eigenen Sachen im Grave, was manchmal nicht schlecht ist. Und das ist teilweise besser wie 3 Geeky. Die habe ich fast immer geboardet, wenn ich wusste, ich muss Boards breaken, immer. 3 System Down für Mirror und vielleicht Cosmo, wenn man dem Gegen spielt. 2 Töpfe. Immer gebordet, wenn der Gegner mit System Downs kam oder ich im Mirror sogar gespielt habe. Und zuletzt 3-mal Duft, weil ich Angst habe vor Pendel. Okay, würdest du etwas an einem Deck ändern? Ja. Im Nachhinein? Ja, ich würde über das Maxen nachdenken, weil es ist wirklich nicht oft gut. Und du hast es manchmal auch, wenn du dran bist, du fängst an, musst ihn wegschmeißen mit Tsukiyomi, weil du deinen Blazers nicht durchbekommst. Das ist eine Karte, die ich vielleicht nicht kicken würde, aber drüber nachdenken muss, sie zu kicken. Und wie gesagt, da cool. Irgendwie reinkriegend, zur Not die Traps weiter runter. Wobei das halt ärgerlich ist, weil die Traps sind wichtig, weil ohne Traps verlierst du. Ja, alles klar. Dann bedanke ich mich erstmal ganz, ganz herzlich bei dir, bei dem Deckfall. Ja. Möchtest du noch jemanden grüßen? Um Gottes Willen, alle, die ich kenne von Team Family Force. Auch dich natürlich, weil du das Deckprofile drehst. Burkhard, der das alles erst möglich gemacht hat. Ohne Burkhard wäre ich niemals hier. Große Shoutouts an Burkhard. Ja, ich wollte nicht herfahren und Burkhard hat gesagt, ey, ich hab Platz und mach das einfach mal. Ja. Es hat geklappt.
Atzen Jens für die Pot of Desires, Frodo für die Dimension Barriers, den Jörg für die Denkos, der sie ganz kurzfristig noch bekommen hat. Frodo für das Deck, was er mir echt nochmal geholfen hat für einige Entscheidungen, die da zu fällen waren. Pascal, weil er eine wahnsinnige Bereicherung ist eigentlich, weil der zieht dich so mit. Er geht einfach dreist durch und zieht dich mit, weil du einfach so Motivation bekommst. Sponsoren, ich nehme einfach eure auch mit. Atzen Jens, Ultimate Guard, Esco Service, Flugbörse ist es, glaube ich. Genau, JT Compo. Genau, und bei uns ist dann noch Textildruck dabei. Ich grüße auch mein Team natürlich, Team GVM aus Grevesmühlen, die leider nicht dabei waren. Und ja. Dann bist du also bei der nächsten YCS auch wieder dabei. Nicht in Prag, aber danach sicherlich. Ich werde mir das nochmal antun. Es macht sehr viel Spaß. Wer überlegt, zu einer YCS zu fahren, Leute, es ist geiler als Fahrerauto. Es ist noch besser. Alles klar. Danke. Vielen, vielen Dank. Mach's gut. Danke. Ciao. Dir auch. Ciao.